Bist du mit deiner Selbstständigkeit oder mit deinem Business, whatever, wie groß oder wie klein, bist du ganz klar positioniert? Und wenn da bei dir ein, ich weiß es nicht, ein Vielleicht kommt, dann habe ich etwas für dich. Einen kostenfreien Minikurs, den kannst du jetzt gleich anschauen und du siehst ganz klar, ob du positioniert bist oder nicht. Und wenn nicht, kannst du das sofort nachschärfen. Wenn wir nicht positioniert sind, und ich weiß das selber aus eigenen Unternehmen, wir hatten eine Zeit, da waren wir nicht gut positioniert und wir hatten sehr viel Aufwand, um Kunden zu finden. Wir waren nicht klar, wir haben unsere Stärken nicht herausgearbeitet. Der Kunde konnte uns nicht greifen, er konnte zu uns kein Vertrauen aufbauen, weil er nicht wusste, was machen die überhaupt. Und dann haben wir gesehen, unsere Positionierung war nicht klar. Und diese Positionierung nachzuschärfen macht richtig viel Spaß. Denn das Ergebnis ist riesig. Und mit meinen Kunden mache ich das Thema Positionierung immer ganz am Anfang. Die klare Positionierung. Wenn diese stimmt, dann nehmen wir überall die Abkürzung zum Wunschkunden. Der Aufwand sinkt im Marketing, im Vertrieb. Die Resultate steigen, die Preise, man kann höhere Preise nehmen von den Kunden, weil eben die Strahlkraft, die Wirkung und der Nutzen doppelt und dreifach höher sind, als wie wenn eben die Positionierung nicht gut ist. Der kleine Minikurs zeigt dir genau, wie das geht, was wichtig ist, was du auslassen kannst. Zum Beispiel, alle reden von Fokus. Was heißt Fokus? Fokus heißt im Großen und Ganzen, welche Dinge machst du und welche Dinge machst du nicht. Welche Dinge machst du nicht? Und das sehe ich in sehr guten Unternehmen. Diese sind damit beschäftigt, Dinge nicht zu machen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Schau dir dieses Thema genau in diesem Minikurs an. Du nimmst die Abkürzung zum Wunschkunden. Du ziehst deinen Wunschkunden förmlich an. Du musst nur mehr einzelne Impulse setzen, wenn du klar positioniert bist. Die Positionierung in 99% der Unternehmen mangelhaft, nicht gut, nicht klar. Viele Unternehmen sind unterwegs wie so ein Bauchladen. Sie haben ein bisschen von dem und das noch ein bisschen und da haben wir ja auch noch etwas. Was passiert? Sehr viel Arbeit, sehr viel Aufwand, sehr viel Energieverlust. Man verdient aber kein Geld damit. Darum klare Positionierung und für dich jetzt diesen Minikurs. Du findest hier einen Link, hüpf rein. Schau dir das Thema an und du bekommst dann noch einen kleinen Kurs, wo du noch mehr greifbare Beispiele bekommst, dass du für dich selber die klare Positionierung definieren kannst. Und dann geht die Post ab. Und genau das wünsche ich dir. Ich würde sagen, bis gleich.